Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Shadow of the Tomb Raider. Weiter geht es. Hier ist ja ein... Einmal ein Monolith und einmal... ein Grab, das ich noch nicht ausgeführt habe. Das werde ich jetzt mal in Angriff nehmen. Hier lang. Hier wäre doch irgendwo ein... Monolith. Da oben. Ich sehe dich, Monolith. Das beschreibt etwas in der Nähe. Ich liege stumm, wo einst Pfeile flogen und bewache eine Tür, die sich nicht mehr öffnet. Und bewache eine Tür, die nie mehr öffnet. Hey. Und bewahre eine Tür, die niemals öffnet? Wo könnte das sein? Ah, hier. Das ist ja noch so ein Teil. Und Herausforderung abgeschlossen. Wie viele hängen davon? So, auf damit! Moment mal. Das war nur für Gold? Man musste hier nur runter, okay. Das hätte ich vorher wissen müssen. Ganz schön wenig hier. Unmöglich. Ich kann nicht mehr tragen. Oh, oh. Und Spatti.
Wow. So dahin. Ja, damit. Und wo jetzt? Dahin. Und jetzt weiter nach unten, oder was? Hm, da liegt sowas. Die Wände sind porös. Das Öl muss durchsickern. Ja. Wo kommst du denn her? Ah, ich habe mich gerade so richtig verjagt. Da kommen sie. Blöde Wölfe. Wo kommst du denn her? Noch ein Wolf. Oder was das ist. Erwischt? So, Wandgemälde. 12%. Wenn die Höhlen zu heulen beginnen, muss ein Krieger hinabsteigen, um das Leid zu lindern. Wird nicht einer geopfert, werden alle sterben. Wo ist das Überlebensversteck? Wo ist es? Da hinten. Okay. Neue Pfeile können nicht schaden. Also diese, die wären alle besiegt anscheinend. Heißt, ich kann weiter. Hey, so geht's schneller. Wann? Ein Dokument. Die Ältesten des Dorfes haben uns belogen. Es gibt keine Bestie im Untergrund. Das Heulen, das wir hören, ist nur der Wind, der durch die kleinen Höhlen weht, die zur Oberfläche führen. Sie haben unsere Angst lange genug benutzt, um uns zu kontrollieren. Sobald ich einen Weg aus diesem infernalischen Schwitzbad finde, werfe ich ihnen ihre Lügen vor die Füße. Okay. Klettern!
Lagerfeuer. Und noch ein Dokument. Wotan ist ein uralter Maya-Gott des Krieges, der angeblich schon vor Anbeginn der Zeit alt gewesen sein soll. Er wird normalerweise ohne Zähne und komplett in Schwarz dargestellt. Über ihn ist nur wenig bekannt, außer dass er gerne kräftige Zigarren raucht. Interessanterweise ist er auch der Gott, der das Trommeln erfand. So. Über den Versteck gefunden. Basislager. Upgrades verfügbar. Mir fehlen nur 3 von dem der einen Sache. Okay, das ist ein starker Wind. Xolotl, Gott des Todes. Ich muss darüber. Vielleicht kann ich das irgendwie löschen. Die Frage ist, wie? Ich muss dieses Feuer löschen. Was macht das? Das ist mein Weg. Ich muss das Feuer löschen. Wieso ist die Pistole ausgerüstet? Da drüben ist eine Blockade. Ja, dann eben hier lang. Ja, die Blockade ist jetzt weg. Das wird jetzt gefährlich. Okay, ich muss das Teil wieder ausschalten. So. Und jetzt kann ich hier rüber. Ich muss die Blockierung der Läden lösen.
Also das hier. Ich brauche mehr Kraft. Die Frage ist, wie? Fast geschafft. Ich muss die Blockierung der Läden lösen. Kann man da irgendwie ran? Das irgendwie damit verbinden? Nein. Ich schätze nicht. Ich muss die Blockierung der Läden lösen. Aber eine Antwort kriege ich nicht, oder was? Ich muss die Blockierung der Läden lösen. Die Frage ist, wie? Etwas hält ihn in Position. Moment, ich muss klettern. Geht das jetzt? Was bringt es mir, mich hier zu sein? Ich muss die Blockierung der Läden lösen. Ah! Das könnte funktionieren. Jetzt ist die Frage, wie komme ich wieder raus? Oh, so kommt man wieder raus. Setzen wir das andere Pendel in Bewegung. Oh ja. Heißt mal wieder Pendel schwingen. Oh. Ich dachte schon, du fliegst jetzt in die Schlucht. So, Pendel, du bist jetzt wieder ausgeschaltet. Also, ich kann jetzt wieder hier hin. Und das Pendel benutzen. Und besser gesagt, und diese Läden hier benutzen. So, jetzt kann ich hier durch. Gold.
noch mehr Gold. Der Wind heult nicht mehr. Zeit, hier zu verschwinden. Ja, der Wind heult nicht mehr. Die Frage ist jetzt, wo ist der Ausweg? Hier irgendwo drin oder irgendwo, wo ich vorher war? Und ich höre die Hunde wieder. Das ist die Frage, wie komme ich wieder raus? Also nicht über hier. Es muss doch irgendeinen Ausweg geben. Was ist denn das da für ein Weg? Den habe ich ja noch gar nicht gesehen. Ah, hier ist noch irgendwas. Holen. Das habe ich voll. Ich glaube, hier muss ich klettern. Das hatte ich fast gar nicht als Kletterwand angesehen. Ah, wie eine Kletterwand. Eine große Teufelsteinhöhle ist das hier. Ah, hier geht's lang. Jetzt heißt es hier wieder hochklettern. Zum Beispiel habe ich diese Kletterwinde überhaupt nicht gesehen. Beim Runterspringen. Du sollst nicht abspringen, du sollst weiterklettern.
Und schon bin ich wieder hier oben. Und das wäre abgeschlossen. So. Hier ist, glaube ich, nichts weiteres. Was ich mir noch hier holen könnte, wären zwei Truhen. Und ein Dokument. Und da ist ja noch eine Krypta. Und diese Aufgabe hier. Das wäre, glaube ich, das, was ich hier noch machen könnte. Hier ist aber auch irgendwo noch eine Truhe. Wie heißt das? Eine Kiste. Zwei Kisten habe ich hier noch zu finden. Ein Artefakt, möge ich eher sagen. Hier sind auch noch irgendwo drei Dokumente. Drei? Wo sind die anderen zwei? Wahrscheinlich hier drin. Da drin könnte aber auch noch einer von diesen Kisten sein. Von den Relikten. Und ich würde sagen, hier mache ich jetzt einen Cut und bis zum nächsten Part.